Zum Frühstück gibt es heute einfach Brötchen. Ich hatte vom Wochenende noch Aufbackbrötchen übrig und die habe ich mir jetzt mit einem Tomatenaufstrich belegt und mit Räuchertofu, mit Gürkchen und mit Tomate. Und ja, das gibt es jetzt zum Frühstück bzw. Mittagessen. Das ist der Aufstrich, den ich jetzt hier benutzt habe. Das ist ein richtig großes Glas mit 400 Gramm Bio-Tomate-Basilikum-Aufstrich. Mega, mega lecker. Eignet sich auch richtig gut, wenn ihr mal so eine One-Pot-Pasta macht oder sowieso als Grundlage für leckere Soßen. Das schmeckt einfach mega lecker und ja, ich liebe so Aufstriche auf Brot zusammen mit Gemüse total. Zum Abendessen gibt es heute nochmal so ein Pad Thai. Und das habe ich jetzt aus allem gemacht, was ich noch so an Gemüse da hatte. Ich hatte noch Tofu da, allerdings keinen frischen Tofu, sondern ja, so normalen Tofu, ich glaube von Aldi oder so. Dann noch Möhren, Zucchini, Paprika und Lauchzwiebeln, obendrauf noch frischen Koriander und Sesamsaaten. Und die Basis eben ist, wie ihr sehen könnt, Nudeln, also das sind Reisnudeln, so Reis-Vermicelli. Und ja, das Rezept habe ich euch in dem letzten What I Eat in a Day schon gezeigt. Das war mega lecker und das hat sich perfekt geeignet jetzt, um noch meine Reste zu verbrauchen. Und ich habe jetzt auch wirklich Hunger bis unter beide Arme, weil ich ja heute nur gefrühstückt habe und zwischendurch nur so eine Schokowaffel gegessen habe. Ich zeige euch jetzt hier nicht jede Kleinigkeit, es geht ja mehr darum, Rezeptinspiration zu zeigen und was man so kombinieren kann. Zum Frühstück gibt es jetzt erstmal noch ein Brötchen mit Aufstrich, das ist jetzt das letzte Brötchen und ich habe sonst auch kaum noch was da. Mein Kühlschrank braucht definitiv ein Refill. Ja, das werde ich heute Abend erledigen und dann neues Essen reinpacken. In stressigen Tagen bin ich mega froh, wenn ich mir Essen am Vortag in einer größeren Portion gemacht habe. Deswegen gibt es jetzt das Essen von gestern Abend nochmal, den Rest davon. Und ich hatte eben noch einen Proteinriegel, einen veganen, weil ja, ich irgendwie nicht dazu kam, mir noch was zu machen, weil ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Zum Abendessen gibt es heute mal wieder eine One-Pot-Pasta. Dafür habe ich Zwiebel, Knoblauch, Räuchertofu, Paprika, Möhren und Zucchini angebraten. Und dann habe ich dazu Tomatenmark gegeben mit italienischen Kräutern, mit Salz. Und das habe ich alles ein bisschen aufkochen lassen und garen lassen. Dann habe ich die Penne dazu gegeben. Das sind jetzt in dem Fall Erbsenpenne. Und ja, das ist ein Experiment. Das habe ich vorher auch noch nie so gegessen. Wenn ihr meinen letzten Foodhaul gesehen habt, habe ich das schon angekündigt. Ich bin gespannt. Ich habe gerade schon mal so kurz probiert. Es schmeckt auf jeden Fall sehr erbsig. Wer hätte es gedacht? Und obendrauf habe ich jetzt noch einen Rest von so einem veganen Feta, den ich noch aufbrauchen wollte. Ach ja, genau. Und Sojakuisin und ein Rest vegane Bolognese ist auch noch drin. Ja, so One-Pot-Pasta mache ich mega gerne, falls ich irgendwelche Reste im Kühlschrank habe, Aufstriche und so. Perfekt dafür. Heute gibt es zum Frühstück einfach nur Brot. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Das ist dieses pure Brot auf Basis von Ölsaaten und Hafer. Und das gibt es eben einmal mit veganer Salami und mit dem Tomatenaufstrich, den ich euch ja schon gezeigt habe. Und zum Mittagessen gibt es jetzt die Reste von gestern. Das war ganz lecker, also mit der Soße und so, das war alles gut. Aber ja, Erbsen muss man mögen. Also ich persönlich mag Erbsen. Ich finde den Geschmack der Erbsenpasta schon ziemlich intensiv. Von der Konsistenz her ist es okay, die zerfallen teilweise so ein bisschen, wie man sieht. Aber das kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man zum Beispiel jetzt auf Hülsenfrüchte zurückgreifen möchte, anstatt auf Weizen, Dinkel, Reis oder sonst was. Eigentlich wollte ich mir Kartoffelpüree mit Gurkensalat und so veganen Fischstäbchen machen. Allerdings ist mir jetzt was dazwischen gekommen, sodass ich jetzt einfach nur ein paar Kartoffeln mit Salz esse und den Gurkensalat. Vielleicht mache ich mir die Fischstäbchen danach aber noch. Und zum Frühstück gibt es wieder Brot. Ich liebe das einfach. Und ich habe mal geschaut, woraus dieser Aufstrich eigentlich ist. Also erstmal, das ist mega, mega lecker. Das ist auch eine riesige Packung, 400 Gramm, auch in Bio-Qualität. Und ich habe überlegt, ich könnte mal versuchen, sowas auch selbst zu machen, weil eigentlich ist Rapsöl drin, Tomatenmark und Sonnenblumenkerne. Und ich habe ja auch von Koro die Großpackung Sonnenblumenkerne, also könnte ich das mal ausprobieren. Und Tomatenmark und Öl habe ich immer da, Basilikum habe ich da, Essig habe ich da, Zitronensaft habe ich da, Süße und Zwiebelpulver habe ich auch da. Werde ich mal ausprobieren. Ist halt die Frage, ob man das so haltbar kriegt, wenn man ja den eigenen Mixer zu Hause, klein kann man in die Spülmaschine packen, aber sowas hält sich halt lange. Der ist jetzt auch schon, glaube ich, seit einer Woche oder so auf und ist immer noch gut. Und ich liebe solche Aufstriche einfach auch als Basis für meine One-Pot-Pasta oder für Soßen. Das schmeckt einfach mega gut. Jetzt gibt es aber auch endlich Essen. Ich war jetzt den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, deswegen ist es meistens so meine Tagesabfolge, dass ich frühstücke, ein bisschen größer. Also das Frühstück ist meistens irgendwann mittags rum. Dann esse ich zwischendurch vielleicht noch mal einen Proteinriegel, trinke noch irgendwas, manchmal auch einen Kakao oder so oder esse noch irgendwie eine Süßigkeit oder ein bisschen Obst und dann gibt es halt das nächste Essen. So diese Kleinigkeiten, die brauche ich euch nicht zeigen. Ihr wisst ja, was ich ganz gerne esse, so an Obst und an Riegeln und Süßigkeiten aus meinen Aufgegessen-Videos. Jetzt habe ich jedenfalls das Gericht gemacht, was gestern nicht geklappt hat. Ich habe mir noch mal
Kartoffeln gekocht, mache ich im Multikocher und dann mache ich mir selbst so Kartoffelpüree daraus, einfach mit ein bisschen Pflanzenmilch, mit ein bisschen Salz, Muskatnuss und vegane Margarine, genau. Dann habe ich hier nochmal das Dressing von gestern gemacht und jetzt die veganen Fischstäbchen. Ich finde, das sieht sehr gut aus und wenn ich Hunger habe, nehme ich auch nochmal nach. Und jetzt habe ich noch Lust auf veganen Pudding und ich habe mir eine Schoko-Variante und eine Vanille-Variante gekauft und davon werde ich jetzt was essen. Werde ich das ganze Ding essen? Weiß ich nicht. Werde ich ein bisschen was mehr davon essen? Ich weiß es nicht, je nachdem, wie ich Lust habe und wie ich hungrig bin. Der ist auf jeden Fall mega lecker. Zum Frühstück gibt es dann heute auch mal was anderes. Die Basis ist heute Sojajoghurt, ungesüßt. Dann habe ich Haferflocken da drauf, Pekannüsse, eine Banane, Mandelmus, Soja Crispies, das sind diese hier, die sind sehr, sehr lecker und knusprig. Ich mag es immer, sowas Knuspriges noch in meinem Frühstück zu haben. Und so Schokostückchen. Ich werde auch immer wieder gefragt zu dem Mandelmus, wozu ich das verwende oder mit welchem Nussmus man anfangen kann, wenn man damit noch so ein bisschen Berührungsängste hat. Und ich würde euch das weiße Mandelmus empfehlen. Das ist halt ja für herzhafte und für süße Gerichte geeignet. Ich mache da total gerne so Sahnesoßen draus, wenn ich koche, aber auch als Topping eignet sich das mega gut. Oder wenn ihr einen Apfel aufschneidet, den da rein zu tunken, mega, mega lecker. Das ist somit mein liebstes Mousse, wobei ich auch Erdnuss mega gerne mag. Und daraus lassen sich auch leckere, herzhafte und auch süße Sachen zaubern. Und jetzt gibt es noch Brot mit veganem Aufschnitt. Das ist von Edeka einer und mit Gürkchen drauf. Und zum Frühstück habe ich mal wieder Bratapfelporridge gemacht. Diesmal wieder mit Mandelmus, mit Pekannüssen. Und mit so Schokoladenstückchen. Das Rezept habe ich euch auch schon ein paar Mal geteilt. Ich kann es euch aber gerne auch nochmal in der Infobox verlinken. Da findet ihr das Video, wie ich euch das Schritt für Schritt zeige. Und zum Abendessen habe ich einen Erbseneintopf vorbereitet. Das Rezept kommt in dieser Woche noch. Und zum späten Mittagessen gibt es jetzt heute Erbseneintopf. Den gab es ja gestern Abend auch schon. Mal wieder mit den Würstchen. Das sind so vegane Würstchenart Schinken. Und dazu wird es noch ein Brötchen geben. War auf jeden Fall mega lecker. Das Rezept kommt noch, beziehungsweise ist auch schon auf meinem Instagram-Account erschienen. Und da habe ich wieder vergessen zu filmen. So ist das, wenn man eine Woche lang alles filmt. Und zum Abendessen gibt es jetzt Burger. Das sind jetzt Patties auf Basis von Erbsenprotein von Penny, glaube ich. Die vegane Burgersoße, die ich euch schon mal im Big Mac-Video gezeigt habe. Und selbstgemachte Wedges aus frischen Kartoffeln. Schmeckt mega lecker. Zum Sonntag gab es ein klassisches Sonntagsfrühstück mit frischen Brötchen, veganem Aufschnitt, Cremes und so weiter. Gestern Abend habe ich doch nicht so viel gegessen, wie eigentlich geplant war. Also war noch ein Burger Bun übrig und ja, das ist genauso wie gestern. Und noch ein trauriger Rest von den Wedges. Rezepte zu veganen Burgern gibt es sowohl bei Instagram, aber auch hier als Video zum veganen Big Mac. Also wie ich diese Soße da unten mache, die ist nämlich mega lecker. Und die letzte Mahlzeit meines Food Diaries ist einfach nur Brot. Das kennt ihr ja schon mit dem Aufstrich. Die ist jetzt auch gerade leer geworden. Ein bisschen Kohlrabi und Karotte und dazu noch zum Dippen etwas Hummus. Und danach gibt es vielleicht noch was Süßes. Wie gesagt, wenn ich zwischen den Süßigkeiten oder mal einen Riegel oder so gegessen habe, dann ist das hier nicht mit dem Food Diary, weil es hier um die Inspiration gehen soll. Und nicht darum zu kontrollieren, wie viel oder wie wenig ich esse. Denn das sollten wir alle nach Gefühl machen. Und wir sind ja auch alle so unterschiedlich, dass man das so gar nicht pauschalisieren kann, wie viel wir jeweils brauchen.